Also, da wollte ich einen haben. Da so. Und da so. Deshalb kann ich die eigentlich nicht aufnehmen. Sieht das aus? Können die ja eigentlich weggehen, ne? Dann ist ja durch die Glowstone schon hell genug. Doch, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das können wir eigentlich lassen. Wie sieht es denn aus in den Ecken? Hell genug. So kann ich die nicht aufsammeln. Hallo? Die sind bestimmt nicht hier oben auf dem Dach. Kann ja nicht sein, oder? Oh, schon dunkel. Schnell ins Bett. Ne, hier oben sind sie nicht. Verstehe ich das aber nicht, wo die jetzt sind. Na, ist auch scheißegal. Die 2 kommt dann auch nicht drauf an. Jeden Fall ist der Teil genug hier drin. Dann lassen wir das so. Ist natürlich nur blöd, dass ich die da nicht hin machen kann, weil da ist sofort die Außenmauer. Das ist ja das, was mich eigentlich stört. Weil da ist sofort die Außenmauer. Verdammt. Ach, ich kann die nicht aufnehmen, weil ich keinen Platz mehr im Moment habe. Das war das. Aber was ist denn, wenn ich da einfach welche hinmache? Dann habe ich doch auch Außenbeleuchtung. Das geht doch. Warte mal, dann mache ich da einfach hin. Dann habe ich auch direkt Außenbeleuchtung. Ha, 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 ha. Genau. Sehr nice. Müssen wir eigentlich mal ganz kurz angucken, wie das ausschaut. Cool. Müsste ich natürlich dann nur noch hier auch machen. In welchen ist das denn? Im zweiten? Das heißt, das wäre in dem hier. Da wäre das drin und dann in dem hier. Ein weiterer und noch ein. Jawohl, da ist es drin. Gut, dann machen wir das so. Gut, das ist ja nicht schlimm, wenn das da drin ist. Das macht rein gar nichts. So. Und so. Ist ja wohl cool. Dann habe ich auch direkt hier außen keine Beleuchtung. Dezent. Aber gut. Sehr nice. Oh, schon wieder zu. Kann mal einer kurz die Tür aufmachen? Danke. Dann habe ich hier auch keine Lichtprobleme. Da ist automatisch auch nochmal ein Glowstone drin. Kann ja ruhig hier bleiben. Stört ja keinen. Ich kann gerade überlegen, ob ich dazu bauen soll. Ah, ist ja nur ein Geheimgang. Da kann ja ruhig so bleiben. Tür auf. Dann bringen wir eben schnell mal kurz den ganzen Krempel weg, den wir jetzt hier drin haben im Inventar, den wir nicht mehr brauchen. Erde, Erde, Erde. Brauche ich die Erde eigentlich? Na komm, die behalten wir mal. Aber. Was habe ich denn sonst noch hier drin? Apfel, warte mal, das brauche ich aber auch. Das bleibt auch hier. Leder, Leder, da ist Leder, da kommt Leder rein. Tropenholz hatten wir woanders. Was hatten wir sonst noch? Ach ja, genau, die Samen, die kommen da rein. So. Apfel war hier. Äh.
Da. Tropen, 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 Tropen. Alles Tropen. Gut. Das ist Eiche. Eiche war hier. Gut, dann gehen wir mal eben kurz zur Hühnerfarm. Gucken mal kurz nach, wie der Stand der Dinge da ist. Ah, nochmal eben schnell einen Schluck getrunken. Wir können ja auch einfach mal hier durchgehen. Können auch mal einen anderen Weg nehmen. Swimmingpool. Geh schon auf. So. So die Tür. Wie sieht's denn hier bei unserer Weizenfarm aus? Wächst und gedeiht. Ach komm, die nehmen wir mal eben kurz mit. Was soll der Geiz? Vielleicht können wir noch direkt nochmal so ein paar Kühe vermehren. Samen schmeißen wir. Ach, die kann ich auch behalten, die paar, die ich ja noch habe, oder? Egal. So, Trepp ab, Trepp auf. Schon wieder eins da runtergefallen, das kann doch gar nicht sein. Was machst du denn da unten? Aber wenigstens sind keine Eier drin. Aber das Hühnchen, das wird nicht sterben. Und die oben sind auch schon wieder so groß. Wie viele sind da jetzt eigentlich mittlerweile? Vier in der ganzen Zeit. Das ist ja nicht gerade viel, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, ich muss da oben noch mal ein paar reinmachen. Also zwei Stacks mal nochmal reinschmeißen. Da ist ja nichts drin. Da sind echt nicht viele Hühner, ne? Na gut. Effizient war das jetzt natürlich nicht, wenn man rechnet, die ganze Zeit, die wir da gebaut haben. Ich werde da nochmal zwei Stacks reinschmeißen. Gucken, ob das funktioniert. Das reicht. Oh Gott, nehmen wir drei. Weil so schnell kommen die ja nicht nach. Um euch kümmere ich mich auch gleich. Keine Panik. So. Dauert ja, bis sie dann da oben hingeschossen werden. Jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ne, 17 Uhr. Ich glaube, dann machen wir nochmal. Na gut, die kommen jetzt da oben rein. Von den gelegten Hühnern. Stimmt. Wenn jetzt welche liegen, legen, werden die erst da oben reingeballert. Ist da unten sind nämlich nur drei Stück drin. Deshalb sage ich ja, das ist nicht viel. Haben wir nochmal einen Stack rein. Wir haben jetzt drei Stacks reingemacht. Na komm. Nehmen wir die nochmal. Erstmal ein Stack und dann schauen wir mal, was passiert.
Drei Stück sind dazu gekommen. Oder vier? Ich glaube vier. Hauen wir die auch noch da rein. Dann ist aber gut. So. Und die restlichen kommen jetzt da unten rein. Jetzt haben wir vier Stück drin. Dann rechnen wir da jetzt Eier reingehen. Und ist nichts dazu gekommen. Kein einziges Hühnchen. Lacher, es hat nichts. Nichts gebracht. Aber hier, die werden wir noch eben füttern. Mit dem Stack. Na komm, lass mich dahin. Komm schon. Ich habe ja ein paar getötet hab letztens. Darum sind jetzt nicht mehr so viele drin. Aber es reicht anscheinend. Könnte ich eigentlich nochmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal an die Seite legen. So, genau. Das ist jetzt das Rohe. Dann kommt die C wieder rein. Steak, Steak. Und die sind eigentlich auch noch voll mit Steaks. Weil da habe ich ja letztens die Rohren reingepackt. So, die packen wir eben noch weg. Wir müssen eh ins Bett, ist schon dunkel. Holla, die Waldfee. Das machen wir jetzt am besten mal als erstes. Hauen uns mal wieder in unsere alte Koje. So. Schnell da rein. Dann düsen wir eben mal kurz noch ins Lager. Zack, zack. Bring noch eben das Leder und die Steaks weg. Leder kommt hier hin. Das ist auch schon bei weitem voll. So. Dann gehen wir mal zu unserem... Ja, was wird das? Haus? Haus? Schloss? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es momentan noch eine Ruine. Wunderbar. Stellen uns mal hier oben drauf. Hier hin. Vorher snacken wir noch eine Kleinigkeit. So. Ja, und damit verabschiede ich mich für diese Aufnahme. Haben ja wieder einiges geschafft. Mal gucken, wie es demnächst weitergeht. Was uns dann noch so einfällt. Bis dann, haut rein. Ciao.